Dann müssen wir gleich mal gucken, was ich noch erforschen kann, wisst ihr? Keine Zeit verlieren, das ist ganz wichtig. Immer irgendwie auf Zack sein hier. Guck mal, hier gleich einen nach da hinten schicken. Und den hast du auch. Warte, was? Der Ceratops ist gestorben, cool. Und hier können wir gleich nochmal. Machen wir drei von denen. Dann haben wir da drüben 5, das sollte ausreichen, glaube ich. Und von denen hier würde ich ehrlich gesagt auch nochmal 2 reinpacken wollen. Ey, die kosten mich so viel Geld mittlerweile. Ach, das ist knuffig, Digga. Oh, 51 sogar. Oha! Heilige Scheiße! Ich muss auch noch einen Schutzbunker bauen da. Ja. So. Einfach nur freilassen. Ja. So. Was ist bei den Fleischfressern? Bei den Ceratops, guck mal, wie die ihre Bewertung an. Das ist nämlich auch für deren am Verhungern. Ach ja. Ich habe euch ja gar keine Pflanzen reingepackt. Huh? Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern. Vor allem in Situationen wie konnte mir das denn passieren? Na, das ist ja mies, dass ich euch kein Fleisch reingepflanzen. Schön und gut, aber nur wenn die Leute ihn sehen können. Das ist doch ein wunderbarer Dings, ne? Ja. Ich glaube, Rambo war noch nie Alpha. Nee. Nee, Rambo war, glaube ich, nie Alpha. Der hat sich nur benommen wie ein Alpha, aber war nie einer. Dank Ihnen ist die Wissenschaftsabteilung noch ein bisschen. Vertragen sich halt wirklich mit denen, das ist ja unglaublich. Aber sie sind in Panik, wenn der Große kommt und pressen nichts. Ah, er kommt einfach angerannt und er kann nichts pressen. Oh, so genial. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen können. Das kann ich wirklich nicht ablehnen, das Angebot. Sie könnten es natürlich ablehnen. Aber warum sollten Sie? Ja, warum sollte ich? Ich brauche die Kleinen sowieso gerade noch. Das Angebot ist wirklich gut für mich. So, machen wir noch da. Ich habe 3,9. Jetzt habe ich hier 3,8. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ja, wahrscheinlich, weil die ja hungern gerade. Guck mal, die können doch noch was essen. Jetzt sind die ruhig geworden. Weil da Big Boss im Haus ist. Nö, ich nenne die jetzt nicht Big Boss. Soll ich das? Alter. So. Produkt wird nachfüllen, meinst du? Ja. Wir haben
mal, nicht zum Nachfüllen. Micromanagement at its best. Junge, die sind so klein. Die sind ja so knuppig, Digga. Oh, ich hab vor, die würden so ein kleiner im Haus rumrennen. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Peng. Also, vielen Dank. Was für uns die eine neue Insel, ne? Ja, ich weiß. Von denen hier lassen wir noch zwei frei, würde ich sagen. Ab ins Gehege hier. Oh, den nächsten bitte. Okay. Und dann müssen wir hier drüben genug von den Kleinen haben. Dann hier noch zwei und da drüben noch zwei von denen und dann haben wir hier genug. Acht, Alter, wie können die eine Bewertung von 8 haben? Ich finde die so geil irgendwie. Und dann kommt hier, würde ich sagen, gleich das nächste Fleischwassergehege hin mit den 9, die wir bekommen haben. Aber du machst jetzt einfach mal den Jungle. Oder du packst ihn bei den Zustellung abgeschlossen. Nee, der Jungle, der kommt woanders noch hin. Sonderprodukt ein. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Jetzt erstmal hier wieder neue. Ja, Dach und zwei und dann noch von den Pflanzenfresser-Dingern hier. So, ab zu den Fossilien. Geht gleich los. Vorher schicke ich nochmal los. Den Ohren hier haben wir noch gar nicht. Ganz ehrlich, ich bin echt mal überlegen, ob wir den Draco Rex auch noch reinpacken. In das kleine Gehege hier. Produkttransport wird durchgeführt. Eine Reise besteht eigentlich nur aus einigen kleinen, manchmal zufälligen und chaotischen Schritten. Und Sie haben gerade einen Schritt gemacht. Boah, die grasen hier nebeneinander. Oh, das ist alles so schön. Isla Nubla. Ich bleib natürlich hier. Diese Insel war ein Land der Wunder und des Lebens. Unmöglichen, ursprünglichen, triebhaften, räuberischen, vorgeschichtlichen Lebens. Und Sterbens. Das Vermächtnis von Isla Nubla, nicht Hammonds Traum eines Jurassic Parks, sondern etwas viel Passenderes. Ja. Ach komm. Auf zu sterben. Ich habe nie an Ihnen gezweifelt. Obwohl ich schon ein paar Zweifel hatte. Aber Sie haben mich eines Besseren belehrt. Ich habe nie an Ihnen gezweifelt, auch wenn ich ein paar Zweifel hatte. Episch. Das Aussage von ihr. Okay, Unterhaltung und Wissenschaft mag uns, aber der Rest. Transport abgeschlossen. Mag uns nicht so. Ja. Security. Machen wir hier so eine Auberginenform. Zack. Ich weiß nicht warum, aber es macht mir unglaublich viel Spaß, das alles so auszubauen, groß zu machen, das alles schick zu machen. Hast du was im Auge? Was denn?
Mann, das war vorhin so geil, wie wir einfach nichts ernst nehmen konnten, weißt du noch? Ich fand das vorhin so nice, wie wir einfach nichts ernst nehmen konnten. So. Unsere Existenz besteht aus der permanenten Bewertung von Bedrohungen und Gelegenheiten. Und das sieht nach einer guten Gelegenheit aus. Privatsphäre für Dinosaurier, was ist das? Existiert nicht. Gibt's nicht. Zack. Ich glaube, auch so langsam wird das nächste Dings wieder vonnöten, oder? Das nächste Kraftwerk. Also so ein Baum fände ich jetzt hier schon recht nice, irgendwie. So. Dann, ja genau. Alles klar, Gäste, wahrscheinlich Gäste. So, und wenn ich es schaffe, hier ringsherum irgendwie Wasser. Warum wird das alles nach oben gezogen? Oh, was ist das denn für ein Dreck, Alter? Dann muss der Baum hier wieder weg. Ich weiß nicht, ich bin echt kein Fan davon. Das sieht echt nicht gut aus. Was, du wirst müde? Das. Ach, es ist echt schon 23 Uhr. Oha. Ups. So, machen wir hier ein bisschen größer. Können wir hier auch ein bisschen großzügiger wieder abflachen. Mann, ich hab schon. Weißt du? Nee, das ist mit der Erhöhung, finde ich echt scheiße. Sieht echt kacke aus irgendwie. Also extrem kacke. Weiß nicht, nee, das fühle ich nicht. Naja. Der liegt da ja auch noch betäubt rum. Was bist denn du für einer? Ein Sigi. Na, du bist glaube ich so einer hier. Produkt wird eingesammelt. Also ich hoffe. Jetzt erstmal wieder Micromanagement. Zack, zack. Und. Zack. Hier muss noch ein Fleischdings hin. So, zack, tada. Und dann könnten wir halt bald auch schon die nächsten Fleischfresser holen. Aber vorher ruhig noch zwei von denen hier drüben. Mal kurz gucken, was welche waren. Guck. Irgendwelche Ups. Ich dachte, irgendwann sind sie aber zu viel. Die sind aber auch teuer, ey. Bestätigt. Ja, sag mal, wie könnte ich denn das mit dem Wasser machen? Ja, scheiß drauf. Jetzt habe ich das hier einmal hoch. Muss ich jetzt gucken, wie ich es hier bei den anderen Gehegen machen werde. Apropos, erstmal gucken. Was haben wir denn bekommen hier? Ach ja, stimmt, den Dracorex.
super. Kosten mich eine Menge und dann auch noch so eine Scheiße immer. Immer so eine Fehlproduktion mit denen. So, Ausfallschutz. Bestätige Produktzustellung. Zack. Einige dieser neuen Gebäude wären vielleicht für die Sicherheitsabteilung nützlich. Das haben sie wirklich gut gemacht. Dankeschön. Also du bist jetzt noch ein Segi, ja. Ich hätte dich fast zu den Ceratus gepackt, Alter. Hole Produkt ab. Ich finde das so geil, dass die in so einer riesen Gruppe sein können eigentlich. Voll geil. Kurz in eure goldene Mitte hier. Nee, schade. Wollen sie nicht. So, vielleicht. Ah, so. Schön. Dankeschön, Jungs. Ah, nee, sind Mädels. Vergesse ich jedes Mal, dass im Jurassic Park nur Weibchen sind. Ich bin schon 17. Boah, Varon, so sexistisch, ey. Transportiere Produkte. Tja. Aber ich find's lustig, dass sie sich wirklich mit der Ceratus verstehen. Das ist erstaunlich. Die Ceratus wollen sie einfach nur terrorisieren und ständig in Panik bringen. Ceratum einfach ehren. Ehrendinos. Ja, die haben gesehen, was sie gemacht. So, kurz warten, bis sie angekommen sind und dann. Und wieder los. Alter. Geiler Stuff heute hier. So, wie geht's euch eigentlich hier? Alles Paletti? Ja, schön. Da kommt dann noch der Draco Rex rein, vielleicht drei Draco Rex oder so. Ja, sag ich ja, deswegen noch drei Draco Rex und dann reicht das auch. Genau das gleiche wie hier. Das reicht auch jetzt. So, mein Freund. Happy Birthday. Oder sollte ich sagen Happy Death Day? Ja. Die sind aber auch so unglaublich wählerisch, ey. Unglaublich. So eine Bitches. So, ach ja, hier, den wollte ich noch holen. Dodos könntest du auch noch holen. Scheiß auf Dodos, jetzt kommt der hier. Da mutieren wir auch mal kurz das Genom. Möchte ich auch mal gucken hier, wie Wüste aussieht bei ihm. So, Kollege, hier. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Alles klar, her damit. Gibt's denn überhaupt noch irgendwas, was ich von denen kriegen kann? Wissenschaftszentrum ist cool. Sinoceratops wäre natürlich auch mega. So, Glückwunsch. Viel Spaß. Jetzt dein Leben lang in Panik zu sehen. Ist einfach so. Sein Leben wird jetzt komplett in Panik sein. Das sieht cool aus mit dem Park im Hintergrund. So vielleicht. Und dann das Logo da oben in der Ecke. Zeige ich ein paar schöne Thumbnails für zukünftige Folgen. Apropos, wir müssen hier schon wieder, ne? Wir können Nachforschungen betreiben. Zum Beispiel hier. Nehmen wir das hier. Wir haben Geld. Wir können alles erforschen hier.
wie wir lustig sind. So, lebensfähiges Genom, perfekt. Aber wir wollen natürlich noch mal was Hochwertiges haben. Nice, danke, dass du tot bist. Muss ich mich einfach bedanken. Es ist einfach geil von dir, dass du jetzt einfach weggestorben bist. So, können noch ein bisschen warten. Und wir hinten noch irgendwie sowas Hyalo-mäßiges machen, weißt du? Wenn wir vielleicht den Sinoceratops kriegen, dann vielleicht den Sinoceratops und Hyalo zusammen. Digga. Könntest du bitte einfach überleben? Nicht zu Matsch werden. Wie er ihn einfach permanent Angst macht. Ich liebe es, Digga. Guck mal hier, wie die schon wieder das Essen von denen patrouillieren. So dass die dann nicht hinkommen können. So eine Ehrendinos, Alter. Jo, Alter, hallo! Aus dem ganzen Schmodder, der da rauskommt, Alter, den biete ich gleich hier im Restaurant an, Alter. Dino-Schmodder vom Feinsten. Ja, weg mit der Maus. Oh, der sieht schön aus. Ein schön Ding ist das. Der Name Prokeratosaurus könnte auf eine Verwandtschaft mit dem Keratosaurus hindeuten, doch dem ist nicht so. In Wirklichkeit ist er mit dem Tyrannosaurus verwandt, wobei er bei weitem nicht so beeindruckend ist. Ach hier. Sozial. Ja. Würde ich sagen, 5 von denen sollten. Na, ja, vielleicht. Wir müssen gucken, wie weit wir den. Willst du mich irgendwie rollen? Eins bis 7. Ja, machen wir 5 von denen. Wenn es denn mal endlich funktioniert. Auf die Gabi. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ist echt frech, dass es immer wieder schief geht hier.